Hallo, ich bin Dirk von Magnet Light und nachdem ich in den letzten Tagen jetzt immer mehr Anfragen bekomme, wann denn unsere neuen Magnet Microlights endlich zu kaufen sind, möchte ich heute mal ein bisschen was dazu erzählen. Für alle, die es noch nicht wissen, Magnet Microlights, das ist eine neue Version unserer berührungslosen Fahrraddynamos, untergebracht in Bremsschuhen von Felgenbremsen. Ich habe hier mal ein Rücklicht montiert an diesem Rad. Ich gebe mal Gas. Da sieht man, dass das hier ohne Berührung der Felge leuchtet. Ich kann auch hier den Scheinwerfer ein bisschen verdrehen. Habe hier noch ein Vorderlicht, das halte ich mal einfach so hier dran. Das leuchtet dann auch sehr schön. Also Bremsklötze mit Licht ohne Berührung der Felge. Eine feine Sache in der Dunkelheit, man hat einfach Licht am Rad und muss nichts weiter beachten. Jetzt die Frage, wann kommen die Dinger auf den Markt? Wir machen das per Crowdfunding und kurze Antwort, wir starten das Crowdfunding am 14. Oktober. Zurzeit sind wir hier gerade in der Werkstatt und ich zeige mal ein bisschen hier, was hier gerade läuft. Es werden noch reichlich Prototypen produziert, die immer noch leichte Verbesserungen bringen sollen. Hier wird gerade ein Rücklicht-Scheinwerfergehäuse gedruckt im 3D-Drucker. Gehen wir mal hier rüber. Hier ist die Selfmade-Wickelmaschine. Hier werden gerade Generatoren gewickelt. Hier sind schon ein paar, die demnächst auch noch getestet werden. Viele fragen sich, warum dauert das Ganze so lange? Wir haben vor einem Jahr damit schon gestartet und immer noch nicht auf dem Markt. Naja, es ist ein Produkt, was auch sicherheitsrelevant ist. Hier habe ich mein Rennrad, mit dem ich jetzt mit den Microlights schon über 1000 Kilometer gefahren bin. Da darf nichts passieren, das muss alles hundertprozentig funktionieren und da sind eben viele Tests notwendig. Gehen wir hier mal zum Regal mit weiteren Prototypen, frühere Prototypen. Mit diesem Prototypen war ich neulich in einer Fernsehshow, die wird in gut 2 Wochen zu sehen sein. Sieht fast genauso aus wie dieses Teil hier vorne, was jetzt aktueller ist, das mit dem gelben Scheinwerfer. Nur dieses hier ist noch nicht so stabil, noch nicht so ausgereift und darauf kommt es eben an. Und daran wird noch gearbeitet, damit wir wirklich ein Top-Produkt liefern können. Und hier ist mein Arbeitsplatz. Hier entwickle ich die neuesten Modelle und hier wird noch an den letzten Details rumgefeilt, bevor dann so ein Produkt auch mal in Serie gehen kann. Noch eine Info für alle, die sich mit Crowdfunding nicht so auskennen. Wir sammeln eben Geld für die Finanzierung der Produktion vom 14. Oktober bis Ende November. Das heißt, es wird nur wenige Modelle schon in diesem Jahr für die ersten Unterstützer geben. Die meisten müssen dann auf die Microlights bis zum nächsten Frühjahr warten. Wer sein Rad jetzt schon sicher für den Winter machen möchte, für die Dunkelheit, für die dunkle Jahreszeit, der kann unsere aktuellen Lampen hier, habe ich ein paar, kaufen, bestellen und an sein Rad bauen und damit sicher über den Winter kommen.